Gewisse Spieler scheinen sich nur in der engeren Heimat wohlzufühlen. Zum Beispiel der Luca Cereda. Letztes Jahr beim Schlitzschuh Club Bern hat er 48 Spiele nur ein einziges Goal geschossen. Und darum ist er jetzt zurück bei Ambrì Piotta und hofft dort natürlich auf bessere Zeiten. Möglichst schon heute allerdings wieder zu Bern. Das mal allerdings auswärts gegen den SCB mit seinem Ursprungsverein Ambrì Piotta. Also SCB gegen Ambrì mit dem Reto Gaffner. Luca Cereda zurück an alte Wirkungsstätte. Er wollte beweisen, dass er es besser kann als letzte Saison beim SCB. Ballast abwerfen und dann ging's los. Und zwar schlecht für Ceredas Team. Tallarini und Siriza draußen. Doppelte Unterzahl der Leventiner wegen Sirizas Foul in der 7. Minute. Die Möglichkeit der Berner. Das 1:0 fast ein Muss bei zwei Spielern mehr. Trepanier. Dübe, ein Aufschrei. Der Pack zappelte, aber auf und nicht im Netz. In der Zwischenzeit SCB nur noch in einfacher Überzahl, nichtsdestotrotz im Powerplay. Rüthemann. Bordolo, 1:0. Was in doppelter Überzahl nicht klappte, holte der SCB in einfacher Überzahl nach. Die Führung nach 9 Minuten. Die Berner weiter im Vorwärtsgang mit Meier. Meier, Schuss abgelenkt von Raffainer. Nochmals der SCB. Dann endlich Luft für Ambrì. Sommer Vuori. Auf Toms. Und wie aus dem Nichts der Ausgleich für Ambrì Piotta. Der Finne Sommer Vuori bediente Jeff Toms. Marco Büre sah nicht gut aus, allerdings ihm war die Sicht verdeckt. Serge Pelletiers Team kam nach dem Ausgleich gewaltig unter Druck. Bern erhöhte das Tempo, spielte direkt. Monne, Schrepfer und Korhonen dazwischen. Mit letztem Einsatz verhinderte Korhonen den Querpass. Goli Züger nach dem Motto, doppelt hält besser. Bern ließ nicht locker, machte weiter Druck. 3:2 Situation mit Rüthemann. Rechts Dübe. Kuchta. 2:1. Die hochverdiente Führung für den SCB nach 13 Minuten. Torschütze Kimo Kuchta. Resultatmäßig Suhonens Team auf Kurs. Ambrì im Allgemeinen, Cereda im Speziellen, selten vor dem Berner Tor anzutreffen. Ambrì mehr mit Krampf, denn mit Klasse. So wie hier, Toms erkämpfte die Scheibe. Und plötzlich Scheppern jetzt aus dem Hinterhalt. 2:2, wieder Gleichstand gespielt, 18 Minuten. Bern ließ Scheppern jetzt sträflich alleine. Wer hinten Probleme hat, muss vorne Dampf machen. Der SCB unbeirrt in der Offensive. Rüthemann. Trepanier. Es blieb dabei schmeichelhaft für Ambrì. 2:2 der Stand zur ersten Pause. Der mittlere Abschnitt weniger intensiv, doch am Kräfteverhältnis änderte sich nichts. Bern dominierte. Trepanier. Trepanier auf Dübe und Züger hielt hervorragend. Dübe vergab eine der zahlreichen Berner Chancen. Ambrì, seit 4 Jahren ohne Sieg in Bern, spielte auf Konter. Demut. Kobach. 2:3, die erstmalige Führung für Ambrì Piotta. Nicht unverdient angesichts der Berner Verteidigungsfehler. Keine Minute später, Bulli vor Simon Züger. Bordolo. Und drin. Das ging blitzschnell. Das 3:3 in der 36. Minute. Bordolo gewann das Bulli. Reicher zog ab. 3:3 der Stand nach 2 Dritteln. Auf in den letzten Abschnitt. Simon Züger gleich wieder im Mittelpunkt. Wieder Bulli vor dem Ambrì-Tor. Bordolo rein ins Getümmel. Die Scheibe bei Meier. Tor, die erneute Berner Führung, nur 33 Sekunden nach Wiederbeginn und wieder traf Marc Reichert, er lenkte den Pack ab. Ambrì um eine Antwort nie verlegen in diesem Spiel und Bern defensiv anfällig. Sommer Vuori.
Gammelchen 4:4. Wieder brachte der SCB die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone raus. Alpo Suonen in stoischer Ruhe. Es war das Spiel der Bullis, diesmal vor Bührer. Bon, Demut. 4:5. Ambri führte 13 Minuten vor Schluss. Was für ein Spiel. Kommentar zur Berner Verteidigung: überflüssig. Die Zeit lief nun gegen den SC Bern. Es gab nur eine Richtung vorwärts. Ivo Rüttemann, ein Riesenknaller. 5:5. Ivo Rüttemann brachte sein Team zurück ins Spiel. Es kam zur Verlängerung. Bern mehrheitlich im Scheibenbesitz. Monet. Kuchter. Kimo Kuchter mit seinem zweiten Treffer. Er brachte die Entscheidung in der 62. Minute. Luca Cereda blieb bei seiner Rückkehr nach Bern unauffällig, aber freundlich. Ja, das Publikum ist schön in Bern. Es gibt immer viel Kraft für die Einmannschaft. Wir haben das gewusst. Wir haben probiert, im ersten Drittel defensiv zu spielen. Aber am Ende ein paar zu viele individuelle Fehler gemacht. Und ja, ein oder zwei Punkte verloren. 16.100 Zuschauer feierten Berns Ungeschlagenheit gegen Ambri seit 2001. SCB Ambri Piotta 6:5 nach Verlängerung.